Guten Morgen, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu unserem wöchentlichen digitalen Magazin vom Wohlhaus. Also, wenn ihr Lust habt, können wir uns jeden Sonntag, sofern alles gut geht, jeden Sonntag um 19, 19:30 Uhr hier bei YouTube treffen, bei unserem Wohlhaus Magazin. Und wir haben tolle Themen für euch. Natürlich saisonbedingte, zum Beispiel im Rampenlicht. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Handzahm. Ich drehe am Rad. Pappalapapp. Wir haben wirklich ganz, ganz viele Themen für euch, wo es ein bisschen ganz durchgängig ganz tolle Themen sind. Wir haben diesen tollen Netz, diesen sozialen Netz durchgestöbert oder sind dabei durchzustöbern für euch und haben wirklich tolle Designer, Tipps und Tricks, Wissenswertes haben wir für euch gefunden, die immer zu uns im Thema passt. Die werden wir euch natürlich immer in diesen Infobox dann mit verlinken. Wir zeigen, was wir haben, und das Wissen und die andere Links verlinken wir euch damit. Ich hoffe, das gefällt euch. So. Ihr erwartet natürlich, wie angekündigt, Thema Erdbeere. Aber ich wäre nicht ich, wenn nicht was falsch laufen würde. Thema Erdbeere ist nächste Woche. Diese Woche ist nämlich Thema Gänseblümchen. Also, was haltet ihr von? Wir starten durch. Ich zeige euch jetzt mein Rezept für das Gänseblümchenöl. Gänseblümchenöl ist eigentlich ein Allrounder für rissige Haut, für Stellenneurodermitis, Flechte, Schwangerschaftsstreifen. Hätte ich das gewusst, wie ich meine Kinder gekriegt hätte, hätten wir reiben können. Es hat ein ganz zartes Düftlein und ist gar nicht schwer herzustellen. Das Rezept haben wir euch aufgeschrieben, auch in der Infobox dann verlinkt. In der Infobox verlinkt dann auch. Ich denke, da werdet ihr Spaß machen. Es wird euch Spaß machen und ihr werdet Spaß haben, hoffe ich. Das war unser Öl. Die liebe Bianca hat für euch süße Anleitungen gemacht, wirklich niedliche zum Thema Gänseblümchen. Und zwar hat sie diese wunderbare Lesezeichen für euch gemacht. Und auch diese Gänseblümchenköpfe. Und die werden wir jetzt brauchen, um unser Öl, unser Gänseblümchenöl, schön zu verschenken. Weil es ist nämlich auch ein tolles, tolles Geschenk. Also, ich habe es in kleine Weggläser gemacht. Ganz einfach in Weggläser, auch nichts, es muss nur dicht, es muss nicht eingekocht werden, weil dieses Gänseblümchenöl hält so lange, wie euer Öl haltbar ist. Also, wenn ihr das herstellt, denkt dran, nicht ein Öl zu benutzen, was in 2 Wochen abgelaufen ist, sondern wirklich holt euch ein gutes Öl und
benutzt es dann und dann hält es auch so lange. Und das sind nur kleine Mengen, die ihr braucht. Das habt ihr ja den Rezept entnommen. So, was ich dann oder was wir dann machen, Bianca hat sich tolle kleine Gänseblümchen gemacht. Man kann sie ganz einfach drauf machen. Ich habe auch allerdings ich habe etliche kleine Fläschchen. Man kann sich natürlich auch kleine Fläschchen, es gibt so viele Flaschen, kleine Fläschchen, was ihr benutzt im Haushalt, was ihr aufbewahren könnt, um gerade solche Sachen zu verschenken. Also ich habe ein bisschen eine ältere Flasche genommen. Ich habe Zierbordüre dann auch genommen. Ich habe das genommen. Das könnt ihr beim Action sogar kaufen. Ich zeige es euch. Das ist nämlich, das ist selbstklebend. Dann könnt ihr das abziehen, einfach dran kleben und fertig ist eigentlich in ziemlich schneller Zeit ein schönes Geschenk. Ein bisschen Packband, ich nenne es Packband, das ist recht schön. Ein nettes Schild da dran. Und hier habe ich, wenn ich jetzt einfach die Gänseblümchen entweder dran sticke oder klebe mit Heißkleber, einfach dann unten liegen lassen. Die Bilder werdet ihr sehen, wie wir es präsentieren. Aber ist doch recht hübsch, oder? Außerdem hat unsere Sarah auch eine süße kleine Anleitung für euch geschrieben. Auch das ist unten im Infobox präsentiert. Also ihr könnt das alles wirklich nachsehen und die Anleitungen sind da für euch vorbereitet. Ich habe auch diese ganz normale Marmeladengläser. Und zwar, ich finde die toll, wenn man Marmelade einkocht. Aber zum Verschenken finde ich es recht süß, wenn man da ein kleines, es ist eigentlich ein Glasuntersetzer, ein kleinen Doily oder Mandala, wie die jetzt alle heißen. Wir Älteren kennen sie unter anderen Namen, aber ich kenne es aus England. Doily heißt das ist ein Glasuntersetzer und jetzt heißen sie Mandalas, was auch alles, wenn die Jugend wirklich anfängt zu häkeln und zu stricken, dann haben wir doch alles richtig gemacht. Auf jeden Fall. Man macht ein Bändchen einfach dadurch. Man hat dann auch seine kleine gehäkelte Gänseblümchen. Und wenn man es einfach dran befestigt, ein kleines Schildchen noch dran macht, Gänseblümchenöl hergestellt, Mai 2020, dann ist das auch ein tolles Geschenk. Das war dazu. Die Anekdoten, die wir für euch haben zum Thema Gänseblümchen, sind vielleicht weit hergeholt, aber ihr wisst ja, dass ich Engländerin bin und mein Großvater hat mir Feengeschichte erzählt, überhaupt die Geschichten, die Großeltern erzählen. Ich bin ja 56 Jahre alt, also es ist schon ein paar Tage her. Wisst ihr, warum? Okay, ich mach's anders. Es ist eine Geschichte, wie der liebe Gott die Blumen die Farbe gegeben hat. Und es ist jetzt keine religiöse Geschichte, es ist nur eine kleine Anekdote. Der liebe Gott hat alle Blumen aufgerufen, sich zu versammeln, damit sie ihre Farbe bekommen können. Dann haben die sich alle hingedrängelt, außer die Engländer. Die stehen immer, wenn man in eine Reihe stehen muss, stehen die Engländer immer in the queue, ist bekannt. Also, es waren keine englische Blumen. Auf jeden Fall, der kleine Gänseblümchen war so demütig und so, der hat alle vorgelassen. Die Rosen waren an der Reihe und der liebe Gott nahm seine Farbe und gab die Blumen ihre Farbe. Die Rosen, die Alpenveilchen, die Azaleen, die Hyazinthen und die kleinen Gänseblümchen die wurden gar nicht vorgelassen, so wie es halt manchmal ist im Leben. Aber wie die kleinen Gänseblümchen an der Reihe waren, gab es keine Farbe mehr.
nur ein Hauch, er hatte noch einen Hauch Farbe. Und deshalb gibt es nicht viele bunte Gänseblümchen. Aber der liebe Gott war so gütig und hat gesagt, ihr kleine Gänseblümchen, ihr wart so lieb und so demütig und habt alle vorgelassen. Ich habe ein Geschenk für euch, was kein anderer hat. Wisst ihr eigentlich, dass das Gänseblümchen das einzigste Blümchen ist, das ganzjährig blüht? Ganzjährig blüht. Sogar unterm Schnee, wenn man schaut, können schon kleine Gänseblümchen hervorpießen, hervorgucken. Es gibt, die Gänseblümchen sind tatsächlich so voller Heilkräfte. Die haben, aber wisst ihr was? Das kann die Katja euch besser erzählen. Die Katja verlinke ich, ich verlinke euch mit Katja. Sie ist eine, sie ist die Kräuterfrau von der Hessischen Gesellschaft für Naturschutz. Und hat dieses Gänseblümchen wirklich super, super beschrieben. Schaut lieber bei ihr nach, bevor ich jetzt anfange zu erzählen. Sie kann das viel, viel besser als ich. Und ich denke, das wird euch auch gefallen. Die nächste Anekdote, was ich vor euch habe für das Gänseblümchen, ist, jede Blume hat eine Bedeutung. Die Rose ist klar, Liebe. Vergiss mal nicht. Weiße Lilien, Reinheit. Gelbe und orange Lilien, Rache. Und schenkt die nicht, wenn, ne? Obwohl die sehr hübsch sind, aber Rache. Und die Gänseblümchen sind für Treue. Oh, hallo Vogel. Ich sitze nämlich gerade draußen, wie ihr seht natürlich. Und hier ist ein Vogelgeschwitzer morgens. Das ist schon richtig, richtig, richtig klasse. Auf jeden Fall, die Gänseblümchen sind für, ja, Treue. Welche erste Blumen haben eure Kinder, Enkelkinder oder Nachbarskinder? Welche haben die euch als erstes geschenkt? Sind doch die Gänseblümchen. Die nächste kleine Geschichte, deshalb vielleicht habe ich so einen kleinen Feentick und die habe ich natürlich an meine Kinder weitergegeben und auch an meine Enkelkinder. Zu der Zeiten, wo die Menschen noch viel, viel, viel abergläubischer waren, hat man uns Kinder, mir jetzt auch, Engländer sind sehr abergläubisch, nach wie vor noch mein Vater, der hatte, der saß, setzte sich nicht am Tisch, wenn 13 Stühle da waren. Oder wenn man ein Ei aufgegessen hat, musste ich ein Loch da reinmachen, unten in ein leeres Ei, in die Schale, weil wenn man das nicht macht, würde ein Seemann sterben. Komische Sache, aber das sind so Sachen, die gemacht wurden. Auf jeden Fall hat mein Großvater mir erzählt, die Gänseblümchenkränze, die die Mädels oder wir Kinder uns in die lange wallende Haare, ja, so viel dazu, lange wallende Haare immer, ne? Auf jeden Fall, die Kränze dienten dazu, dass die Feen die Kinder nicht weggeholt haben. Oder man hat sie unter ein Kopfkissen gelegt. Und komischerweise habe ich nie das nicht gemacht. Ich wollte eigentlich zu den Feen, aber es hat auch nie geklappt. Es gibt so schöne, schöne Geschichten. Es gibt so schöne Anleitungen. Und ich denke, das wird euch auch recht gut gefallen. Alles, was wir gemacht haben, ist unten verlinkt. So, ihr Lieben, das war's für heute. Ich hoffe, euch hat unseren kleinen Ullhaus-Magazin gefallen. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns abonniert unten. Wir würden uns freuen, wenn ihr auch auf die Glocke klingeln, also drücken würdet. Dann kriegt ihr immer mit, wann wir wieder was Neues haben. Und außerdem freuen wir uns super, super, super gerne, wenn ihr
uns eure Werke zeigt. Und zwar, wir sind bei Instagram jetzt auch tätig. Gib einfach den Hashtag Woolhouse ein und zeigt uns eure Werke. Wir freuen uns und ich würde sagen, wenn alles gut geht, bis nächsten Sonntag zum Thema Erdbeeren. Und dieses Mal wirklich Erdbeeren. Okay, bye bye, ihr Lieben. Hallihallo meine Lieben, ich bin's mal wieder, eure Bianca. Ich möchte mit euch heute einmal diesen runden Granny häkeln mit einer Gänseblümchen drin. Das könnt ihr nehmen, entweder als Untersetzer oder wenn ihr eine Marmelade gekocht habt, hier oben drauf, einfach drauf tun, dann kann man hier sind ja diese Löcher, eine Schleife durchziehen, ein Stück Wolle oder ja, Schleifenband, irgendwas durchziehen. Ist auch ganz nett zum Verschenken. So, wie das Ganze funktioniert und was ihr dazu braucht, das zeige ich euch jetzt. Ich häkel das Ganze mit der Colourlab von West Yorkshire Spinners. Eine 100%ige Wolle ist das. Wird mit einer Vierernadel gehäkelt und hat 225 Meter Lauflänge. Ihr braucht dafür einmal ein Grün, ein Gelb und einmal das Weiß dazu. Dann braucht ihr natürlich eine Schere, eine Nadel und die Vierer Häkelnadel. Wir fangen hier in der Mitte an zu häkeln. Das heißt also, wir fangen mit dem Gelb an. Und zwar machen wir am Anfang einen magischen Ring. Na, komm schon. Hier kommen drei Luftmaschen oben drauf. Noch ein bisschen weiter ran. So, jetzt kommt hier in diesen Ring rein 11 Stäbchen. Diese drei Luftmaschen am Anfang zählt als ein Stäbchen. Und jetzt kommen noch mal zusätzlich 12 ganze Stäbchen in diesen Ring. Also wir nehmen uns einmal den Umschlag, gehen in die Mitte hier rein, holen uns den Faden und gehen einmal durch 2 und durch 2. 2 und durch 2 und das machen wir insgesamt 11 Mal. Wir schließen jetzt einmal diesen Ring gehen hier am Anfang haben wir diese drei Luftmaschen gemacht gehen in die oberste Luftmasche rein und machen eine Kettmasche. Und jetzt können wir den Faden schon abschneiden. Nehmen wir uns das Weiß. Wird hier irgendwo hier in diesem Zwischenraum von den beiden Stäbchen oder von zwei Stäbchen, da gehen wir einmal durch, holen uns den Faden und knoten ihn einmal neu an. So. Jetzt machen wir 4 Luftmaschen. Und 2 zusammen abgemaschte Doppelstäbchen. Ein Doppelstäbchen geht so. Einmal den Faden hier um die Nadel und ein zweites Mal. Also wir haben hier 2 Laschen auf der Nadel jetzt. Stechen hier in die Mitte ein, da wo wir jetzt auch den Faden neu angemascht haben, angeknotet haben. Holen uns den Faden.
gehen wir einmal durch zwei Laschen. Nochmal durch zwei Laschen. Jetzt haben wir hier noch zwei. Die bleiben auch jetzt hier drauf. Und machen noch ein Doppelstäbchen. Also nochmal zweimal den Faden holen. Auch hier in die Mitte ein den Faden holen. Durch zwei und durch zwei. Jetzt haben wir hier noch drei Laschen auf der Nadel. Holen uns den Faden und ziehen durch alle drei durch. Jetzt kommen drei Luftmaschen. Eins, zwei, drei. Jetzt gehen wir hier in die nächste Lücke und machen drei zusammen abgemaschte Doppelstäbchen. Das heißt, wieder zweimal den Faden um die Nadel wickeln. Hier in die nächste Lücke rein. Den Faden holen. Durch zwei. Und durch zwei. Die beiden bleiben drauf. Zweimal den Faden wieder umgewickelt. Hier noch einmal einstechen, durch zwei und durch zwei. Jetzt haben wir hier drei, die bleiben jetzt auch drauf. Und nochmal zweimal rumwickeln, hier nochmal einstechen, den Faden holen, durch zwei und durch zwei. Den Faden holen und durch alle vier durch. Drei Luftmaschen und das machen wir jetzt einmal Reihe rum. Einmal mache ich das noch mit euch zusammen. Jetzt haben wir hier unsere nächste Lücke. Zweimal rumwickeln, hier einstechen, den Faden holen. Durch zwei und durch zwei. Zwei bleiben drauf. Noch zweimal den Faden rumwickeln. Hier nochmal einstechen. Durch zwei und durch zwei. Nummer drei, die bleiben auch drauf. Zweimal rumwickeln. Und noch einmal hier einstechen. Durch zwei durch und durch zwei durch. Jetzt haben wir hier die vier, den Faden holen und durch alle vier durch. Und das machen wir jetzt einmal Reihe rum, immer dazwischen drei Luftmaschen und wieder einmal Reihe rum. So, ich bin jetzt hier einmal Reihe rum. Wir nehmen jetzt den grünen Faden. Der wird hier einmal einfach hier durch eine große Lücke durchgehen, den Faden neu anschlingen. Da kommen drei Luftmaschen oben drauf. Eins, zwei, ups, ich habe schon drei. Und zwei Stäbchen in diese Lücke rein. Eins und die zwei. Dann kommt eine Luftmasche. Und in der nächsten Lücke da wieder drei Stäbchen rein. Das macht ihr einmal Reihe rum, immer drei Stäbchen in die Lücke und dazwischen eine Luftmasche. So, ich bin jetzt hier einmal Reihe rum. Die letzte Luftmasche hier nicht vergessen. Und hier ist ja unsere Anfangskettenmasche, die wir gemacht haben. Ach, Kettenmasche. Luftmaschenkette. Und da oben stechen wir einmal rein in die erste Luftmasche, die wir gemacht haben und machen hier eine Kettmasche. Ich komme einmal ein bisschen weiter runter. So, wir sind jetzt ja hier am Anfang, wir müssen aber dahin. Das heißt, wir wandern jetzt theoretisch mit Kettmaschen hier oben über die Stäbchen rüber. So, eine haben wir ja schon gemacht. Jetzt stechen wir hier in die nächste Masche ein, holen uns den Faden und machen noch eine Kettmasche. Gehen hier in die Lücke jetzt rein und machen eine Kettmasche.
So sind wir jetzt hier einmal rübergewandert über die Stäbchen und sind jetzt bei der nächsten Lücke. Und jetzt können wir weitermachen mit unseren 3 Luftmaschen und 2 Stäbchen in diese Lücke rein. Und jetzt kommen hier zwischen 2 Luftmaschen. Und das machen wir jetzt auch noch mal wieder Reihe rum, also in jede Lücke 3 Stäbchen und dazwischen 2 Luftmaschen. So, jetzt bin ich hier auch wieder einmal Reihe rum. Auch hier die letzten beiden Luftmaschen nicht vergessen. Und hier oben wieder mit einer Kettenmasche schließen. So, und nun ist unser runder Granny schon fertig. Wenn ihr das ein klein bisschen größer haben wollt, könnt ihr so in diesem Schema fortfahren. Dann könnt ihr jetzt in der nächsten Runde dann mit 3 Luftmaschen dazwischen, falls ihr das ein klein bisschen größer haben wollt. Aber so für meine Zwecke reicht das schon. Hier einmal den Faden abschneiden, alle Fäden vernähen. Das machen wir gleich. Ich denke, das muss ich euch nicht zeigen. Ja, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß damit. Lasst mir doch unten in den Kommentaren mal was da. Das Abo nicht vergessen, ein Däumchen wäre ein Träumchen, das kennt ihr ja auch schon. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr unter dem Hashtag Wollhaus uns Bilder postet, wie ihr das nachgemacht habt. Wir freuen uns da immer sehr, sehr drüber. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss, hallihallo und herzlich willkommen. Ich bin's mal wieder, eure Bianca vom Wollhaus-Team. Ich möchte mit euch heute einmal dieses niedliche Lesezeichen häkeln. Es ist sehr, sehr schnell fertig. Wenn ihr jetzt mal irgendwo eingeladen seid und möchtet ein Buch verschenken, eignet sich dann da so ein selbstgemachtes Lesezeichen dazu. Es ist, wie gesagt, ganz, ganz schnell gemacht. Ihr braucht auch gar nicht viel dafür. Natürlich etwas Wolle. Ich habe jetzt für mein Gänseblümchen einmal die Colorlab genommen von West Yorkshire Spinners. Das ist eine 100%ige Wolle, hat 225 Meter, ist eine mit einer Vierernadel angegeben, die ich auch benutze. Ihr könnt natürlich jede andere Wolle dafür nehmen. Ihr solltet ein Weiß haben, ein Grün, ein Gelb, aber die Colorlab, die hat auch sehr, sehr schöne Farben. Wie gesagt, eine Vierernadel, eine Schere, eine Nadel zum Vernähen. Und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Ich habe mir vorab hier schon einmal 24 gleich lange Fäden in Weiß abgeschnitten. Dazu wickelt ihr den Faden einfach 24 Mal hier so rum. Dann Faden abschneiden und dann einmal unten schneiden und dann habt ihr schon diese gleich langen Fäden. Wir fangen jetzt aber hier an mit der Mitte. Das heißt, wir fangen an mit Gelb. So, komm einmal einen kleinen Tucken näher. So. Wir machen einen Anfangsring, einen magischen Ring. Wie das funktioniert, wird hier oben einmal verlinkt. In diesen Ring kommen jetzt 6 feste Maschen rein. Eins, immer hier in diesen Ring reinstechen. 2, den Faden holen, durch beide durch. 3, 4, 5. Und die Nummer 6. Dann wird hier am kurzen Ende gezogen. Und der Ring wird geschlossen. Und wir stechen jetzt hier in die erste rein. Also wir verdoppeln jetzt jede Masche. Das wird in die erste Masche hier vorne eingestochen. Und eine Verdopplung geht, indem man in eine Masche 2 feste Maschen reinmacht. Das machen wir einmal Reihe rum,
Also in jede Masche zwei feste Maschen. Wir haben jetzt hier 12 feste Maschen in der Runde. Das war es jetzt auch schon mit dem Gelb. Ich steche in die nächste Masche einmal ein und mache eine Kettmasche. Können wir den Faden schon abschneiden. So, jetzt kommt das Grün. Jetzt komme ich mal ein bisschen näher ran. Das wird jetzt etwas, ja, was heißt knifflig, nicht, aber wir müssen jetzt nur hier in das hintere Maschenglied häkeln. Ihr seht ja hier oben so ein V. Das ist immer eine Masche. Und dann sticht man hier in die Mitte rein. Einfach in die Mitte von dem V. Und schon hat man nur das hintere Maschenglied. Nehmen wir uns die neue Farbe, das Grün. Kommt auch in jede Masche nur eine feste Masche, aber wie gesagt, wir stechen hier in die Mitte rein und behäkeln nur das hintere Maschenglied. Ich zeige es euch nochmal hier in die Mitte rein. Den Faden holen und eine feste Masche. Das machen wir auch einmal Reihe rum. Also nur eine, dann haben wir 12 grüne feste Maschen. Wir beginnen jetzt mit einer Abnahmerunde. Wir häkeln dafür aber nicht in die ganze Masche, sondern nur hier in das vordere Maschenglied. Eben haben wir ja in das hintere hier und jetzt nur hier in das vordere und immer zwei zusammen und das einmal Reihe rum. Ich zeige euch das einmal. Hier einmal einstechen, nur wie gesagt in das vordere den Faden holen und gleich in die nächste Masche, hier in das vordere Maschenglied den Faden holen. Dann haben wir drei hier auf der Nadel, den Faden holen und durch alle drei durch. Und das machen wir auch einmal Reihe rum, also immer zwei zusammen, aber nur vom vorderen in das vordere Maschenglied. Dadurch wirkt sich das jetzt hier so nach unten, dies hier, halt immer zwei zusammen. So, ich habe hier die Fäden, die wir hier noch hatten, einfach hier in die Mitte reingesteckt. So, wir werden jetzt noch mal etwas enger. So, da werde ich mal gerade gucken. Ich werde jetzt hier einmal, machen wir so lange, bis nur ein ganz kleines, upsala, ein kleines Loch da entsteht. Muss ich mal gerade gucken. Eins. Einmal zusammen. Ich denke, die zweite und das reicht mir schon. Ja. So, jetzt steche ich hier noch in die gegenüberliegende Masche. Hier gegenüber noch ein und mache eine Kettmasche. So. Und jetzt kommen 50 Luftmaschen. 50 Mal und dann sehen wir uns wieder und häkeln unten diese Blätter. So, jetzt häkeln wir einmal die Blätter. Dafür machen wir einfach eine Anfangsschlinge und häkeln 9 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, jetzt komme ich mal wieder ein bisschen näher zu euch. So, wir stechen jetzt hier
in die zweite Masche ein. Und da kommen zwei feste Maschen rein. Zwei. In die nächste Masche hier kommt ein halbes Stäbchen. Hier einmal den Faden auf die Nadel holen. Hier in die nächste Masche einstechen, den Faden holen, drei Laschen auf der Nadel, den Faden holen und durch alle drei durch. In die nächsten drei Maschen je ein ganzes Stäbchen. Den Faden holen, drei auf der Nadel und durch zwei und durch zwei. Und das dreimal hintereinander, aber je in eine Masche. So. Dann kommt ein halbes Stäbchen. Faden holen und durch alle drei durch. Und jetzt hier in die letzte Masche kommen jetzt fünf ganze Stäbchen, also fünf halbe Stäbchen, Entschuldigung, fünf halbe Stäbchen in eine Masche rein. Zwei. Drei. Vier. Und fünf. Jetzt häkeln wir hier auf der anderen Seite weiter. Es hat sich jetzt hier so ein Bogen gebildet. Und wir häkeln jetzt hier auf dieser Seite weiter. Und das ist jetzt hier unsere nächste Masche. Und da kommt jetzt auch ein halbes Stäbchen rein. In die nächsten drei Maschen wieder je ein ganzes Stäbchen. Zwei. Nummer drei. Ein halbes Stäbchen in die nächste Masche. Und hier oben zwei feste Maschen. Und hier in diese Spitze rein, da kommt noch mal eine Kettmasche. Schon ist das Blatt fertig. Davon braucht ihr dann natürlich zwei. So bei den Fäden, wenn man die Fäden vernäht, ich zeige euch das einmal gerade. Hier hat sich ja dadurch, dass wir hier fünfmal reingestochen haben, so ein kleines Loch gebildet. Dann steche ich hier immer in diese Rundung rein. So können wir das schließen, das Loch, und haben gleichzeitig unseren Faden vernäht. So. Und das macht ihr dann mit dem anderen auch. Und dann wird das unten hier einfach an der Spitze von der Luftmaschenkette unten angenäht. Und jetzt zeige ich euch noch, wie hier diese Blüten, wie die gemacht werden. So, dadurch, dass wir vorhin hier in das hintere Maschenglied nur eingestochen haben, hat sich jetzt hier so eine kleine Kante gebildet. Hier
Das haben wir einmal ringsrum gemacht. Und in diese Kante stechen wir jetzt rein. Ich steche von unten hier so einmal durch. Jetzt nehme ich mir zwei weiße Fäden. Ziehe das hier einmal durch. Ups, Entschuldigung, einmal aus dem Bild rausgerutscht. So. Hol die Fäden und mach ja, wie eine feste Masche. Ist das dann? So. Dann wird das hier so rangeknüpft. Und dann in die nächste einstechen. Also von unten. Hier einmal durch. Wieder zwei Fäden nehmen. Hier einmal durchziehen. Und wie eine feste Masche nach der wird jetzt da gar nicht durch. Jetzt habe ich ihn. Und festziehen. Und das machen wir in jeder Masche, immer mit zwei Fäden. Und das machen wir jetzt einmal Reihe rum. So sieht das jetzt aus. Ich habe jetzt hier einmal Reihe rum. Jetzt werden die noch gekürzt. So, je nachdem, wie lang ihr das haben möchtet. Einfach. Hier so eine Runde. Jetzt nehmt ihr euch eure Nähnadel. Kommen wir mal ein bisschen ran. Und geht jetzt hier immer in die Fäden so rein. Ich hoffe, ihr könnt das gut sehen. Ich versuche das nochmal so ein bisschen wegzuziehen. So. Und zieht das einfach so, diese Fäden so ein bisschen auseinander. Was heißt ein bisschen? Die sollten schon jeder Faden einmal reinstechen. Hier. Und so ein bisschen auseinander tütteln. Tütteln. So ein bisschen auseinanderziehen, dass ich halt diese Kordel hier, diese Fäden halt, dass die nicht mehr zusammen sind. Und das macht ihr auch bei jedem Faden. Es ist etwas mühselig, aber ich finde den Effekt wirklich sehr schön. So, und das macht ihr, wie gesagt, bei jedem Faden. Dann könnt ihr euch das noch mal ein bisschen zurechtschneiden. Ich gehe jetzt mal wieder ein bisschen zurück. Könnt ihr euch das ja noch so ein bisschen zurechtschneiden. Ja, und fertig ist dann unser Lesezeichen. Falls ihr nur diese Blume haben möchtet, hört ihr dann hier unten einfach auf zu häkeln. Macht das dann hier hinten nicht dran. Und fangt dann schon an mit dem Weißen. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Häkelt das doch einmal nach. Zeigt uns das auf Instagram. Da würden wir uns sehr, sehr drüber freuen. Unter dem Hashtag Wollhaus. Ja, da könnt ihr die Bilder posten. Und ja, da würden wir uns, wie gesagt, sehr drüber freuen. Ja, unten in den Kommentaren könnt ihr uns ja auch was da lassen, das Abo nicht vergessen und ein Däumchen nach oben.